Was bisher geschah. Okay. Kreative Blockade. Oh Gott, jetzt erschreckt uns gleich wieder was. Wir haben wohl der Weg aus unserer kreativen Blockade gefunden. Somit kommen wir wieder mal zum nächsten Layer. Und kommen zum nächsten Layer. Na, das ist nicht neu. Okay, wir ignorieren sie einfach. Ich weiß noch nicht. Ignorieren. Oh, ja. Entschuldigung für die klassische Musik im Hintergrund, das wäre natürlich nicht, aber. Ja, machen wir mal die Tür zu. Man weiß ja nie. Okay, jetzt wird's langsam dezent gruseliger. Aber nichts Neues zum Finden. Wir spielen ja gerne der Türentrick, vielleicht ist jetzt da dahinter wieder so. Na. Lade, mal lade. Papa und Mama hat sich nimm lieb. Okay. Wir sind wieder im klassischen Drei-Türen-Raum, wo jede Tür. Ja. Delirium. Okay. Egoistisch. Hey! Ich hab das letzte nicht lesen können. Oh, man hat ja weniger. Oh, okay. Na, jetzt ist wieder was hinter mir. Oh, und ein Post. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. Okay. Ein Künstlervater ist wohl nie zufrieden mit seinem Kind. Weil pinke Pferde sind ja anscheinend was Schlechtes. Kind wäre froh, wenn man überhaupt was zeichnet. Gott. Bitte nicht, Teddybär. Sei doch lieb. Oh Gott. Hey, what is that? Wait. Oh no. What day is it? It's Sunday? You mean I
Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Ja, der Vater war sogar so oft so vertieft, dass er anscheinend den Geburtstag von seinem Kind vergessen hat. Nett, sehr nett. Nix. Hinter uns immer die Tür verriegelt. Ist wieder zu. Können wir wieder. Oder wir können. Hey, was liegt da jetzt mal? Ah, ein Teddybär. Wenn wieder was zum Finden vielleicht. Perfekt. Kinder in einer Ehe. Eheratgeber. Erwartet das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie, einen gratis Satz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug. Okay. Bild von der Mama vom Kind überzeichnet. Da war jemand wohl dann nicht happy. So. Herr Markus, es hat die Nachricht leider zurückgekippt. Dialekt ist nicht so erwünscht anscheinend, sorry. Er hat gut wohl ein bisschen falsch interpretiert, aber ja. Es ist wieder klassisches, wenn das Licht ausgeht. Ah, nicht schon wieder. Ist das passiert? Und wer? Geil. Man schaut einmal weg. Nichts zum Mitnehmen. Die Babyschuhe. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Die Mama hat sich schon mal sehr gefreut aufs Kind. Jetzt kommen wir da den Witter. Immer wieder derselbe Gang. Wir gehen durch die gleiche Tür raus wie ihn. Finden der nächste Zettel. Ja. Handschrift, schon bis jetzt noch niemand muss. Musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen. Bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Okay. Vater war also nie da, aber er hat immer Geschenke gebracht. Okay. Puh, the fuck. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare, nicht meins, wo ist die Schere? Okay, plötzlich wohl jemand da Glatze schnitt. Oh, cool. Boden knarzt, als ob mir jede Sekunde übrig.
Okay. Mal zuerst da. Da schauen wir wohl zuerst nicht. Wir haben ja Folge 1 haben wir gesehen, immer rechts vor links. Okay, es ist egal anscheinend. Hm. Oh. Jetzt der Mühle spielen. Oder was das, wie man sie soll. Gar keine Mühle, was das ist. Oh, nimm mal an. Wir leben für Domino, weil das kann ich wenigstens. Das ist Dame wahrscheinlich, oder? Ja. Ah, falscher Typ. Nix. Ah, da liegt einer, ne? Ah. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Okay. Wetten, glücksspielsüchtig, also ohne. Der Sauhund. Bumm. Oh, ein Turm aus Stühlen. Das hat ja ganz anders ausgeschaut. Rechts vor links war, glaube ich, schon eine gute Wahl, muss ich sagen, weil irgendwie kommt wilde Züge immer links. Maragdgrünem Bach, nahe dem Blaubeerstrauch. Ah, Rückseite. Ah, nächste Seite. Da lebte eine Ente und ein Freak quasi auch. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln. Riss die Herzen heraus und fraß Lebern mit Gabeln. Okay, top. Wieder mal eine von deiner tollen Kindergeschichten. Nix. Fragen wir mal, ob wir da auch wieder zurückkommen denn. Zurückkommen jetzt nicht mehr, oder? Ah, scheiße. Ah, ja, da muss man sich immer für einen Weg entscheiden. Erflüstert. Ich wollte gerade sagen, er flüstert doch. Eieiei. Rechte wird da Vermögen gemacht damit 15 mal demselben. Ja. Das war im ersten Raum nichts, wo man verpasst hat. Ja, Millionen. Schwerelosigkeit sind wir jetzt. Hm. Bum. Ah, scheiße. War cool.
Okay, schauen wir weiter. Eben uns jetzt nicht zu lange auf da. Ist wieder normal. Ja, halt. Mittelnormal. Wieder derselbe Schrank. Ah, Schubladen ohne. Scheiße. Wollte doch nicht die ganzen Briefe verpassen. Kann ich wieder zurück. Na. Jawohl. Ich hab wohl was vergessen. Entschuldigung. Oh Gott. Okay, wie viele Effekte haben wir noch? Okay. Bittergott TV. Oh, ein neuer Raum. Wie alt ist das Kind eigentlich? Ja, älter anscheinend. Oh Gott. Wenn das Kind bis in ein Waisenhaus kommen ist, wird das mal schon älter, aber sie. Nix. Und jetzt? Oh. Oh. Okay. Hilfe? Immer der Rollstuhl, der verfolgt und so. Ja. Ah, jetzt hat sich sicher alles geändert. Es ist einfach genial. Da kann man nichts sagen. Das ist nicht so genial. Gott, so Puppen sind doch so creepy. Stand ja die Leute nicht, was ich so Puppen ins Haus stellen oder so. Ja, genau die waren ich. Gut, wir haben uns wie immer vor Anfang an entschieden. Rechts ist der Weg. Oh, wir starten wieder am Anfang. Rechts ist wohl nicht der Weg. Ja, wie oft willst du noch vorbeirennen? Verarsch mich nicht. Ja, okay, das. Oder so, bitte. Wir können da, das ist sicher nur so ein Nebenraum, der mal schnell. Oder? Na. Ich bin falsch gelaufen, oder? Ja. Okay, nicht rechts. Heller geht nicht links. Auf Ende setzt uns wieder einen Anfang. Setzt uns da wieder einen Anfang setzen. Oh, das ist das Pferdekarussell, das ist im Kinderzimmer. Oder wieder zurück. Schade, jetzt wäre ich doch gern vorne ums Eck gegangen, aber der. How about no? Ist mal was eine Puppe an der Decke gehängt, ich bin durch den Boden kracht. Ja. Ich kann mich im Haus gar nicht bewegen. Ah, okay. Boah.
Kinder sind in echt auch so nervig fast. Das ist der Part, falls der Epilepsie hat. Nicht stopp, stopp. Mich hat man mal losgelacht, weil ich gesagt habe, hängend euch doch ein GIF an die Wand. Drucken zu, sondern hängend euch ein GIF an die Wand. So, gibt's wieder was zum Mitnehmen. Nicht so. Oh. Ah, doch. Aber noch. Kleiner Check, aber das ist so dunkel, da sieht man fast nichts. Da verändert sich jetzt hier der Raum, oder? Oh! Oh! Der ist auf ihrem Bett gelegen. Was ist das Crap? Oh, 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 I'm sorry, Princess. No, 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 don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Ja, ne, einfach Hals- und Beinbruch. Ja. Okay. Jetzt soll in die andere Richtung mit. Auf die Türe. Manchen Kindern sollte man keine Buntstifte geben. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Okay. Bei Fev oder Mama, das haben wir schon im Schlafzimmer gefunden. Pretty fast. Ja, man da jetzt. Okay, das Bild. Oh, dahin sieht man fast nichts. Bah. Immer zu Hause. Das ist schon nicht. Zum Glück abgesperrt. Ja, gib auf, wie immer. Warte, wenn es abgesperrt ist, dann gibt es doch da sicher einen Schlüssel für das Gerät. Na? Normal haben sie fast überall. Keine Taschenlampe, da sieht man nichts. Nein, kann man das auch nicht. Schwummrige wird dann am Ohren, oder? Vorhang mal. Türkante gelegt, na. Kann wohl nicht alles immer haben. Offensichtlich ist. Was bin da drüber gelaufen? Ja, reinspaziert.
Oh, abgesperrt. Mal was Neues, dass sowas abgesperrt ist. Ah, rechts vor links, gell. Das schaut aber schon anders aus, die Tür. Oh, das Kinderzimmer. Da waren wir unten. Aber die Puppe war da nicht. Und die Disco war nicht. Hier blieb drauf, okay. Jetzt haben wir eigentlich halt schon mal durchsucht. Ah, ja. Ah. Oh, ein Schlüssel, okay. I see. Ah, da. Oh, na. Lauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Liegen still zwischen Spielsachen. Das war auch schon so Pinsel und Ding. Rechnung? Ah. Ja, cool, jetzt was aus. Schau. Ich und meine Turbo-Sensivity. Ich muss da wirklich kurbeln. Ah, jetzt kurz hier so ein Springfrock. Oh, schon so. Oh, ein Schlüssel. Für was habe ich denn das jetzt aufgezogen? Muss ich ja denn von hinten dann hochgesprungen oder so? Oh, ich kann ein bisschen Maus bewegen. Aber jetzt. Oh, harmlos, Clowny. Stuhl und Papa wütend, so wie kennen wir die Geschichte bis jetzt. Aber Papa war denn still, kleines Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne erloschen, es dunkelt auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Und ich sie nirgends nicht finden kannst, sie du. Ja, wir sind wieder. Unser Albtraum hat sich beendet. Aber was hat sich dahinter verändert? Abgesperrt. Oh, da liegt das im Bett. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Hat also, ich schätze jetzt mal, seiner eigenen Tochter der Rossschwanz abgeschnitten? Um einen Pinsel daraus zu machen. Okay. Es besteht aus ziemlich vielen Sachen, sind Kunst. Nur nicht aus Sachen, die man im Kunstmarkt kriegt. Wow. Ach.
Wo immer noch nicht ganz durchschaut, was ich da eigentlich mache. Braucht man doch auch einen Schlüssel. Kann da nichts zerschlagen oder so. Vielleicht. War doch schon aufgehört. Du? Habest du einen Schlüssel gesehen? Das Foto. Oder Hund. Mal noch kurz, ob wir vielleicht irgendeinen Schlüssel finden. Okay, das hat man nicht gar können. Ne? Nicht im Kinderwagen. Ich glaube, die Sachen haben sich schon ziemlich gut versteckt, falls es welche zum Finden gibt. Und dass wir das mit 100% Sachen kriegen, das bezweifle ich eh schon, weil da habe ich schon bei der ersten ein paar Level wohl ein, zwei liegen lassen. Mal weiter. Oh! Und wir sind wieder zurück in einer weiteren Runde dreht. Kurz schauen. Was wir jetzt gefunden haben. Ah ja. Von das Bild. Maltisch. Noch ein paar leere Seiten. Ist wie immer leer. Und es würde mich echt wundern, wenn da irgendwann mal was drin ist. Und. Ups. Mehr Schwung. Und das ist unser Bild. Und verändern wir das noch. Jetzt ist es schon sehr, sehr menschlich. Und unsere nächste Tür ist offen, nämlich mit dem H.